So, Kamera läuft. Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier einen besten Gruß aus Oldenburg. Da hinten ist der Timo. Hallo zusammen. Da hinten ist der Markus. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Und da unten liegt der Ball im Graben reingeschossen. Wir kicken hier gerade so ein bisschen rum. Ich bin über das Wochenende jetzt in Oldenburg und wir wollen hier so ein bisschen Männerwochenende machen. Und morgen... Komm mal wieder raus aus dem Loch da, Markus. Und wir kommen jetzt gleich nochmal hier zusammen vor die Kamera, würde ich sagen. Auf jeden Fall, wir sind in Oldenburg, machen so ein FIFA-Wochenende Pro Evo, wollen wir auch mal anspielen. Und morgen ist ein Turnier, davon wird euch der Timo gleich was erzählen, der ihn jetzt wieder in den Graben geschossen hat. Ich verabschiede mich. Ja, und dann kommt gleich mal dann wieder hierher. Und dann werde ich mal die Kamera hier, dass wir auch ein bisschen im Licht sind. Sehr schön. Sehr schön. Vor allen Dingen hast du hier Tarnuniform an. Ne? Ja. Ich habe fast gar nicht mehr da unten. Tada, hier bin ich. So, Markus, wir hatten ja schon schöne Videos zusammen gemacht. Ja. Einmal das Silvester-Weihnachtsvideo und das im Jump-Haus. Ja, das kann ich jetzt gar nicht reinschneiden, fällt mir gerade auf. Wir machen das hier heute komplett uncut. Und ja, Timo, erzähl mal, wir sind am Samstag auf dem Turnier und wer Bock hat, kann da ja mal gerne hinkommen. Ich habe gehört, einige Abonnenten kommen hier irgendwie aus der Nähe von Oldenburg. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, dazu zu schauen, wie wir kicken werden und auf die Fresse kriegen oder so. Keine Ahnung. Das ist morgen ab 13 Uhr in Westerholzfelde auf dem Platz bei Bad Zwischenahn. Samstag, also morgen. Den 11.06. Ein Tag, bevor die EM losgeht, Leute. Nachdem sie losgegangen ist. Also für Deutschland losgeht, so. Ja, also was nochmal? Oldenburg, was? Westerholzfelde bei Bad Zwischenahn ist das. Genau, und da werden wir auf jeden Fall kicken und wenn ihr da hinkommt, sagen wir euch auf jeden Fall Hallo und wir werden eine schöne Zeit vollbringen dann. Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich einen Pokal mit nach Hause. Ja, also wer da Bock hat, kann da gerne hinkommen. Und ja, was wollten wir noch sagen? Wollen wir noch irgendwas sagen? Auf jeden Fall euren Tipp für das Spiel gegen die Ukraine würde ich gerne mal wissen. Oh, ich hab jetzt mit der Frage gegen Frankreich jetzt gerechnet. Ja, das ist ja dann schon draußen. Also das Video kommt ja während des Spiels raus wahrscheinlich. Du kannst ja auch Frankreich gerne sagen. Frankreich habe ich 2-0 getippt, okay. Obwohl es das Startspiel ist. Und die eigentlich immer torarm. Genau. Sind wir eigentlich alle zu sehen? Ja, ich sehe nichts. Ja. Ich sehe so ein bisschen was. Deutschland. Seht ihr den Ball? Der Ball hier ist übrigens meine neuen Schuhe. Ne, meine Chicken hier, ne, rot. Die war hier mit dem Pflaster drauf. Geflickt. Ja, so, was? Ich würde tippen, das wird ein 3-1. 3-1? Ja. Deutschland jetzt? Ja. Okay. Ich bin mutig. Ja, das ist mutig. Gut, okay. Welche Sportart? Diese hier. Handball. Ja, die mit dem ekelhaften Fleck drauf Sportart. Dürfen okay. Wir das eigentlich zeigen? Ja. Ja, ist dann... Gib was die Geld, liebe Postbank. Ach so. Ja, hier, Adidas, Hummel, Tom Taylor. Ja, okay, jetzt haben wir alle mal gesagt. Gut. Ja, also ich habe getippt 2-1 für Deutschland. 2-1. Ich habe noch gar nicht getippt, aber ich würde auch ein 2-1 tippen. Und Frankreich, ich sag 3-0 gegen Rumänien. Mutig, aber ist halt mein Tipp. Ich habe einen Vorteil, hoffentlich. Ich habe die Statistik gelesen. Rumänien hat nämlich die in Europa-EM-Qualifikation in 10 Spielen zwar nur 11 Tore geschossen, aber auch nur 2 Stück kassiert, deswegen nur ein 1-0 für Frankreich. Erinnert euch okay, an meine Worte. Denkt an seine Worte, okay. Das Orakel von Hamburg hat gesprochen. Ja, also wir würden uns freuen, wenn da der ein oder andere auftaucht. Wenn Massen ankommen, das kriegen wir schon irgendwie hin. So 100. Ja, der Platz ist groß genug. Und dann werden wir eine Laola-Welle sehen an der Seite. Ja. Ja? Dann sind wir auch, glaube ich, die einzige Mannschaft mit Zuschauern, wo die extra da hingekommen sind. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also, wir werden auch wahrscheinlich ein Videochen machen und vielleicht sehen wir uns dann wieder. Bis dann erstmal und wäre schön, wenn halt ein paar Leute kommen. Ja, finde ich auch. Arrivederci. Bis dann. Ciao, ciao. Achso, ich muss jetzt noch ausmachen, das ist jetzt noch drauf. Ja.